Charakter, magst du anfangen? Nein, du magst anfangen. Okay. Schlechter Film. Schlechter Film sind für mich vor allem Filme, die ihren, von ihrem eigentlichen Genre abgleiten. Das heißt Horrorfilme, die auf einmal einen Thriller mit inkludiert haben. Oder realistische Filme, die auf einmal so ein bisschen so Fantasy nachher spielen. Gibt es einige, die leider in diesem Bereich mittlerweile abdriften. Schlechte Filme haben auch in der Regel keinen roten Faden, der nicht erkennbar ist. Und diese Filme werden leider immer wieder mehr. Für mich ist es ein bisschen anders. Ich mag gern, wenn Filme irgendwie Überraschung haben, irgendwie nicht so ein Genre-Klischee erfüllen. Was für mich einen schlechten Film ausmacht, ist zum einen, dass die Tonqualität schlecht ist, dass die Filmaufnahmen schlecht sind, dass man die Schnitte zu schnell macht, solche Sachen. Und dass man eben sieht, dass die Schauspieler relativ schlecht spielen oder weiß ich nicht, zum Beispiel keine Gesichtszüge erkennen lassen. Die Kirsten Dunst, oder wie sie heißt, die ist glaube ich da vorne mit dabei. Kristen Stewart, genau. Nicht Dunst, jetzt habe ich die falsche. Noch nicht. Das macht für mich eher schlechte Filme aus. Also die schauspielerische Leistung und die technische Umsetzung rundherum. Weil wenn der Film einigermaßen geht, aber was nicht immer es Spaß macht, kann man einen Film anschauen und er klingt gut und so, dann macht das viel wett. Aber also, am wichtigsten sind halt schauspielerische Leistung. Also ich schaue sehr gern Filme und Serien, sehr oft. Und ich bin fast jede Woche einmal im Kino, schaue einen eigenen Film an. Und bisher bin ich bei einem Film ausgegangen. Und das war House of Wax mit der Paris Hilton. Also der war schon... Gut, die nicht so gut. Der ist ganz vorne dabei, wenn ich ganz schlecht bin. Der war wirklich nicht sehr gut, ja. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, wenn mir ein Film nicht gefällt, dann schaue ich einfach nicht fertig an. Das heißt, es ist schwierig jetzt zu sagen, einer der schlechtesten Filme, aber ich kann es jemand an dem festmachen, dass ich da ausgegangen bin. Ansonsten laufend, dass ich Filme einfach abschalte, wenn sie mir nicht gefallen. Gleich wie Bücher aufhören zum Lesen, wenn sie mir nicht gefallen. Ich bin ein bisschen anders. Ich tue gern, also ich schaue mir jeden Blödsinn an, auch bis zum Ende, auch wenn er kompletter Schwachsinn sein sollte, ja, und mich nervt es dann schon. Paradebeispiel, aktuell gibt es ja die ganzen Marvel-Comic-Verfilmungen. Gestern war ja der Avengers 2 im Kino. Das, was du gestern gesehen hast, das kann nicht Avengers 2 gewesen sein, das ist nur Captain America Teil 2. Genau. Entschuldigung. Genau. Weil der Avengers, der erste, der war wirklich gut. Der war witzig und richtig gut, finde ich. Ja, da trifft es mir warm, dass das alles jetzt das ineinander... Er war nicht unbedingt besser als der erste Teil, aber ich bin so, ich muss es mal anschauen, damit ich dann mitmachen kann, weil alles andere ist für mich halt einfach ein schlechter Witz, Leute, wo sie über nichts gesehen ist, dann mal. Das mag ich nicht. Ich habe aber einen Film, der ist richtig, richtig schlecht gewesen, ja, und das war Beowulf aus dem Jahr 2007 mit der Angelina Jolie. Also ich selten, ich weiß nicht, was die Filmkritiker sich da haben gedacht zum Schreiben. Ich habe da nachgelesen, extra Name, Vorbereitung jetzt da. Da steht drinnen tolle Animationen, schauspielerische Leistung. Nee, da hat keiner ansatzweise eine gute schauspielerische Leistung drinnen gehabt. Und die Animationen, die eigentlich so ein Film in dem Fall, weil es ein bisschen so Fantasy ist, ausmachen sollte, das war de facto nicht gescheit vorhanden. Ja, das war für mich witzlos. Ein guter Film braucht einmal einen roten Faden. Das heißt, ich muss von Anfang an bis zum Ende mitgenommen werden als Zuschauer. Ja. Es bringt nichts, wenn er zu sehr abdriftet, außer es sind so Filme wie Memento beispielsweise, ja, oder The Machinist, ja, ich bin ein großer Christian Bale-Fan. Ja. Also das sind Filme für mich, ja, die in sich verschachtelt ein bisschen ein Mysterium bilden. Ja. Das sind gute Filme. Das passt aber nicht zu jedem Genre, muss man auch dazu sagen. Ja. Also ich schaue sehr gerne Thriller, ein bisschen Sci-Fi und sowas natürlich auch. Ja. Aber ich liebe Filme, wo man ein bisschen mitdenken muss. Ja. Also in diese Richtung ist das definitiv, das macht es für mich aus. Ja. Und Realismus, wenn er realistisch ist. Das heißt, ich brauche jetzt da kein Autorennen irgendwo. Die Need for Speed Serie ist immer ein schlechtes Beispiel. Nein, Need for Speed, wie heißt sie? Mit dem Paul Walker, der gestorben ist jetzt da. Sag schnell. Nicht fürs Bitte, ich sag's schon wieder. Ja, weiß ich, was du meinst. Ja, genau, für diese Filmserie. Ja. Es hilft nichts, wenn ich eine Gangschaltung habe mit 24 Gängen. Das ist uninteressant. Also, es braucht einfach einen gewissen Realismus, muss dabei sein, ja, wenn es
im Genre passt, es sei denn Science-Fiction, klarerweise, oder Fantasy-Verfilmungen, ja, da ist vieles erlaubt und das ist auch gut so. Und das vor allem, was du auch gesagt hast, das Casting. Das heißt, ich brauche Schauspieler, die in diesem Genre damit umgehen können auch. Und das ist das, was leider die Caster, ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sein, wer dafür zuständig ist, wahrscheinlich mal der Produzent, ja, oder wird zumindest mit der Person haben, die sich damit beschäftigt. Und da gibt es anscheinend viele Pfeifen. Ja, schwierig. Gute Filme sind für mich mannigfaltig. Gibt es kein wirkliches Kriterium, an dem ich es festmache. Für mich ist ein guter Film eher einer, den ich immer wieder anschauen kann. Einer, der nicht fad wird, beziehungsweise einer, den ich vielleicht nur einmal anschaue, aber der mich so geflasht hat oder mitgenommen hat, oder der so neu war, dass er vielleicht sogar ein neues Genre aufmacht oder so. Und dass ich dort einfach irgendwie einen eigenen Input habe. Weil wenn ich mir jetzt Actionfilme anschaue, die laufen nach dem gleichen Muster ab. Wenn ich mir Sci-Fi-Filme anschaue, die laufen auch irgendwie nach einem ähnlichen Muster ab. Und wenn man sich das anschaut, da war zum Beispiel Matrix einer der Filme, der komplett neu war, von der Gestaltung her. Bei den Actionfilmen würde ich sagen, war Pulp Fiction einer der Filme, der neu war. Der die Zeitverläufe unterschiedlich gehabt hat. Wenn man sich eindenken hat, müssen in welche Richtung es gehen. Mhm. Was auch interessant sind Filme, wo man, wenn man aus dem Kino rausgeht, das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Unbedingt. Und da kommt es, wie gesagt, auch sehr viel auf die Technik an, aber nicht nur. Das Wichtigste sind trotzdem immer die Schauspieler. Weil wenn ich an meiner Lieblingsfilme, wenn ich mir die anschaue, das ist Man from Earth. Weiß nicht, ob du den kennst. Der spielt ausschließlich in ein oder zwei Räumen. Da passiert nicht viel, da wird nur geredet, und das ist einer der interessantesten Filme, wo man am meisten nachdenken kann drüber. Ich kann jetzt nicht einen Lieblingsfilm sagen, weil es gibt in jedem Genre irgendwie einen Film, der außer sticht und den ich immer wieder anschauen kann. Weiß nicht, einer der liebsten Filme ist für mich Club der Toten Dichter. Den kann ich immer wieder anschauen. Dirty Dancing. Das wäre immer ausgelacht. Sehr gut. Ja, entschuldige, aber. Okay, ja, du hast ein bisschen weibliche Arme in dir. Hast. Genau, ja. Und ja, Man from Earth ist auch mitfuhren dabei. The Avengers hat mir gut gefallen und Pulp Fiction vor allem. Der ist wirklich. Und als Dealer halt Matrix und solche Sachen. Mhm. Ja, bei mir ist es so, ich habe eigentlich zwei Filme, die ich mir immer anschauen kann. Ausnahme diese österreichische Produktionen, da gibt es ja viele, die sehr, sehr gut sind, die was man immer anschauen kann. Aber es gibt zwei Filme, die einfach vom Genre unterschiedlich sind. Der eine ist Jagd auf Rote Oktober, Sean Connery at his best. Einfach ein Drama, dieser Film, seine Fülle. Kommt dann auch dazu, dass ich sowohl das Buch gelesen habe, weil ich ein sehr großer Tom Clancy-Fan bin. Ja, also einfach eine Traumverfilmung. Der zweite Film ist ein Film, den habe ich umgeschaut, das 7 bis 10 Mal schon angeschaut. Ja, das ist Schindlers Liste. Der ist einfach für mich ein pures Meisterwerk. Ja, und ich stehe auch auf Filme, die schwarz-weiß sind, so wie zum Beispiel den Film Pi oder sowas auch. Ja, aber Schindlers Liste von der Drama und auch dann Nielsen, die sie spielen dort, das ist einfach grandios. Ja. Ich bin da ein bisschen geteilter Meinung, weil zum einen finde ich das Projekt interessant und es gehört auf jeden Fall irgendwie bestraft, wenn man schlechte Filme macht. Das gehört auf jeden Fall gemacht. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso wir in jedem Land irgendwie so eine Abstimmung haben, was ist der schlechteste Film. Da bin ich ein bisschen geteilter Ansicht, aber ansonsten finde ich das gut, dass man sich auch darum kümmert, was sind schlechte Filme, und auch wenn man die Möglichkeit hat zu sagen, warum es schlechte Filme sind. Weil es ist oft leicht gesagt, der Film gefällt mir nicht, aber man muss halt auch sagen, der gefällt mir deswegen nicht, damit man demjenigen, der den Film macht, oder derjenigen die Chance gibt, es vielleicht besser zu machen, oder vielleicht war es auch gewollt, dass es so ist, kann man oft nicht sagen. Aber halt mit ein bisschen Fleisch dahinter, nicht nur sagen, der war schlecht. Cupid als solches ist eine grandiose Idee. Ja, ich finde das voll super, die Gurke des Jahres, weil es gibt viel zu wenig Preise eigentlich, die schlechte Filme. Die Goldene Himbeere kennt man natürlich als Bestes.
Die Idee dahinter ist auch, dass man selbst abstimmen kann und nur eine Stimme hat. Das finde ich auch super im Internet. Ja. Einziges Problem sehe ich noch die Verbreitung. Ja, das heißt, es ist momentan noch eine kleine Community, die selbst abstimmt dort. Es wird aber im Laufe der Zeit besser werden.